seufzte Laguna. Ihr kennt jetzt den Plan. Um ehrlich zu sein, peile ich's auch nicht so ganz. Übernehmt ihr den Auftrag? Ich hab noch Fragen. Wo ist Elione? Das haben wir eigentlich schon erfahren in der Luna Tepandora. Elione hat ein schweres Los. Meint ihr nicht? Als sie 2 Jahre alt war, gab es eine Mädchenjagd in Esther. Die Soldaten kamen auch nach Winhill. Ihre Eltern kamen damals um. Bei der Mädchenjagd sollte die Nachfolgerin von Adele gesucht werden. Danach wurde sie von Rain aufgelesen. Einige Jahre später gab es wieder eine Mädchenjagd. Sie wurde vor meinen Augen entführt. Das bereue ich heute immer noch. Und nachdem ich sie gerettet habe, ist Rain gestorben. So kam sie ins Waisenhaus. Warum warst du nicht bei ihr? Das wollte ich. Aber es ging einfach nicht. Ich habe später erfahren, warum sie fort musste. Odain wurde auf sie aufmerksam, sodass man sie auf der ganzen Welt suchte. Das Waisenhaus gehörte Sid Kramer und seiner Frau Idea. Die beiden kennst du wahrscheinlich besser als ich. Die Kramers haben Millionen in Sicherheit gebracht. Dazu benutzten sie ein großes weißes Schiff. Irgendwann wurde das Schiff zum Waisenhaus. Elle kümmerte sich um die anderen Kinder. Sie meinte, dass sie dort glücklich war. Aber ein normales Leben ist das wohl nicht, oder? Mehr als 10 Jahre auf einem Schiff. Erst kürzlich wurde das Schiff von den Galbadianern angegriffen. Wir konnten sie gerade noch retten. Das war reiner Zufall. Was wäre, wenn wir es nicht gefunden hätten? Ich war gerade im Weltall. Und Elione kam zu mir, meine kleine Elle. Sie hat mir alles erzählt. Sie kam doch heil aus dem Weltall zurück. Achso, sie kam doch heil aus dem Weltall zurück, oder? Das war ja gerade das Gewohnte, es tut mir leid. Wir konnten die Fluchtkapsel nicht rechtzeitig bergen. Elione wurde von den Galbadianern entführt. Sie ist in der Lunatic Pandora. Helft uns, sie zu retten. Puh. So, was können wir ihn noch fragen? Über Rain kann uns mal ein bisschen was erzählen. Ich werde dir das irgendwann... Nein, nein, das behalte ich doch lieber für mich. Aha, aha, aha. Mhm, alles klar. Was tust du überhaupt hier? Du weißt doch sicherlich, was ich bisher so gemacht habe, oder? Ich dachte, du wärst ein Vollidiot. Ich mochte die Planlosigkeit nicht. Oh, Alter, der Typ. So, warte. Kleiner Schisser. Wer? Du meinst Laguna, oder was? Ja, wegen der Sache eben, ne? Dann ich erzähle, ach, Laguna, der Typ, ey. Und hier Squall. So direkt. Herrlich. Aber ich habe gesehen, wie gut ihr euch untereinander verstanden habt. Du hast dich aber verändert, nachdem du in Hell warst. Elione wurde entführt und du hast dich auf den Weg gemacht. Um Elione zurückzuholen, hast du überall Geld verdient. Du wolltest unbedingt nach Esther. Squall kommt eben mehr aus seiner Mom. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist gut so. So. Aber vom Außen her muss man schon sagen, ja. Die Haarfarbe hat er definitiv von seiner Mom. Das auf jeden Fall. Vom Gesicht her, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie auch schon. Er hat, glaube ich, wirklich viel von seiner Mutter, glaube ich. In Esther hast du schließlich Elione gerettet. Nur das gute Aussehen hat er vom Daddy. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat auch ein bisschen was von seiner Mom, glaube ich. Vom Aussehen. Könnte man gleich nicht überschreiten. Sicherlich auch vom Daddy so ein bisschen. Müsste man jetzt Bilder nebeneinander halten. Aber ich glaube, er ist so vom Aussehen her so ein bisschen wirklich so die Mischung. Er hat auch ein bisschen was von seiner Mom, finde ich. Dabei habt ihr Elfen uns geholfen. Ich danke euch allen. Warte, ja, aber er sieht seinem Vater schon wirklich sehr ähnlich. Ja, ja schon. Das stimmt schon, ja, auf jeden Fall. Er kann auf jeden Fall seinen Vater eigentlich echt nicht verleugnen. Das, ja, schon. Was ich nicht verstehe, ist, warum du hier der Präsident bist. Willst du es wissen? Das wird eine lange Geschichte. Lass mal hören. Willst du es wissen, ja? Okay, dann erzähle ich es euch. Ich wollte eigentlich nur Elione wieder haben, aber die ganze Sache war nicht so einfach. Esther wurde von der Hexe Adele und dem verrückten Odain beherrscht. Damals wollten wir Elione um jeden Preis behalten. Ich konnte nicht einfach Tschüss sagen.
Adele würde wütend, oder? Die Forschung dann gestoppt, oder? Dieser Mann dachte nur an sich. Ja, geh mal weg da. Was geht da jetzt ab? Aber während er für Adele arbeitete, hatte er auch andere Sachen entwickelt. Das war ein Magieregulator, so eine Versiegelungsanlage. Damit können wir vielleicht Adele besiegen. Außerdem musste ich den Anti-Adels helfen, die mich zu Elione geführt hatten. Wir sprachen mit den Anti-Adels. Am Ende blieben zwei Probleme. Das erste war die Beseitigung der großen Steinsäule, damit die Monster nicht mehr vom Mond hinunterfallen konnten. Sonst hätte sich die Zentra-Tragödie wiederholt. Das zweite war die Befreiung Esthers von Adele. Wir hatten sie tagelang geplant. Als Grundlage diente mein genialer Vorschlag. Wir gingen wieder zurück zur Lunatic Pandora Forschungsanlage. Wir wollten nur eins. Um die große Steinsäule zu bewegen, wurde nun die Tafel vom Pult aus gesteuert. Wir haben sie ins Meer geschickt. Danach, tschüss. Wow! Das war einfach, aber Adele hat alles mitbekommen. Wir haben uns auf einen Kampf vorbereitet, um sie herzulocken. Die Hintergrund gerade wirklich hier gehuldigt. Wie gut das gerade einfach aussah. So, Adele kam wie erwartet. Was ist passiert? Die Täter sind hier hineingeflüchtet. Wohin? Sie sind da drin. Elione wurde als Geißel genommen. Ich wusste, dass sie hineingeht, sobald sie den Namen Elione hört. Glaubst du, dass ich darauf reinfalle? Dieses Laguna erhole ich dir schon wieder. Adele hat gemerkt, dass Elione nur ein Hologramm war, aber es war schon zu spät. Natürlich nicht. Aber mein Plan ist immer perfekt. Kiros, wart jetzt! Da staunst du, was? Die Hexe Adele hatte uns unterschätzt, deswegen konnten wir sie überrumpeln. Wir haben es geschafft. Aber wir wollten Esther nicht mit einer Hexe dekorieren. Darin waren wir uns alle einig. Biomüll muss getrennt werden. Umweltverschmutzung ist strafbar. Genau. Wir wollten sie ganz weit weg haben. Ganz, ganz weit weg. In den Weltraum.
sah das gerade cool aus. Die Luftschiffe haben sich wirklich da einfach rangeklammert. Wie nice. So. So ungefähr war's. Naja, danach fing das Theater an. Es wurde ohne Ende diskutiert, was aus diesem Staat werden soll. Auf einmal war ich dann der Held und Revolutionär und zack, war ich der Präsident. Odain wollte trotz allem Eliona untersuchen und auseinandernehmen. Daher habe ich Eliona alleine nach Windhill zurückgeschickt. Wayne ist gestorben und El wurde ins Kinderheim gebracht. Wenn ich damals zumindest mitgegangen wäre, hätte ich Wayne noch sehen können. Wayne war tot, Eliona verschollen und ich hatte einen Job als Präsident. Ich habe gearbeitet, über dies und jenes nachgedacht und im Du war die Zeit vergangen. Immerhin weiß ich, was ich getan habe. Ob gut oder schlecht, ich bin dafür verantwortlich. So, na klar, nehmen wir das natürlich an. Okay! Jetzt geht's rund! Ab in die Ragnarok! Wir reden nochmal drin. Ich wollte schon immer damit fliegen. Das war mein Traum. Was, du musstest gerade deine Freude kundtun? Wie und warum? Hä? Warum? Was? So. Leute. Wir werden jetzt die Mission durchziehen. Jetzt nochmal zum Plan. Zunächst stürmen wir die Lunatic Pandora und retten Elione. Dann besiegen wir Adele. Die Hexe wird zwar noch schlafen, aber das ist uns jetzt egal. Eins ist zu beachten. Adele wird ihre Macht übertragen. Rinoa, wirst du sie übernehmen? Geht in Ordnung. Okay. Wir warten, bis Artemisia in Rinoa eindringt. Das ist bestimmt kein leichter Job. Schaffst du das, Rinoa? Ja. Braves Kind. Anschließend schickt Elione die beiden in die Vergangenheit. Die Zeitkompresse beginnt. Elione wird Rinoa zurückholen. Ihr werdet in der komprimierten Zeit in die Zukunft gehen. Artemisia lebt in der Zukunft. Wir existieren drüben gar nicht. Wie können wir das am besten schaffen? Warte, was, du musst eine Nachricht vorher lesen? Hey, du hast doch nur geschrieben, aber er sieht seinen Vater schon wirklich sehr ähnlich. Was anderes hast du auch gar nicht geschrieben, deswegen frage ich dich gerade, warum du deiner Freude gerade kundtun musst. Und dazwischen war nur, ist ein Bild des Krabbucks aufgetaucht, was geflohen ist. Ach so, cool, alle vier Gymnasien, für die du dich beworben hast, für die wurdest du genommen. Ach, die wollen, ey, cool, das ist voll nice, schön. Also das kam jemals im Chat nicht an, aber cool. Das freut mich natürlich, das ist cool. Jetzt musst du dich natürlich für eins entscheiden. Das, hä, nice. Da kannst du doch mal nach der Lage gucken und nach dem Anfahrtsweg und so. Und kannst du doch da auf jeden Fall nochmal mit ein bisschen orientieren. Aber das ist ja cool. Sehr schön. Eine Sorge weniger. Hey, sehr cool. So. Ihr müsst an euch selbst glauben. Ihr müsst an eure Freunde glauben. Wenn ihr an die Existenz der anderen glaubt, werden die anderen an eure Existenz glauben. Freundschaften schließen, sich lieben, geliebt werden. Kann man das alleine? Nein, dazu gehören immer zwei. Was sollen diese an... was ist das gerade für eine komische Rede, die ihr gerade hier hält? Was meint ihr? Wo seid ihr am liebsten? Wo wart ihr immer zusammen? Ihr müsst euch diesen Ort zusammen vorstellen. Stellt euch einen Ort vor, den ihr zusammen ansteuert. Dann wird alles klappen. Ihr werdet diesen Ort erreichen. Egal in welcher Zeitepoche. Für diese Mission braucht ihr Liebe, Mut und Freundschaft. Das ist unsere Mission. Liebe, Mut und Freundschaft. Also die Namensgebung sollte ja, glaube ich, lieber jemand anderem überlassen. Was? Liebe, Mut und Freundschaft. Sehr schön. Viel Erfolg, Leute! Liebe, Freundschaft. Das klingt kitschig. Aber wir sind motiviert. Werdet ihr das schaffen?
Wir werden's schaffen. Ah, Beinkrampf! Er hat einen Beinkrampf! Nein, Laguna, warum? Oh, Laguna! So. Geh nochmal rein, ich will ein bisschen hier reden. Also, ich will hier runter. Da, 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 da. Okay. Warte, ich will hier nochmal rein. Wir reden, wenn alles vorbei ist. Ich muss dir, echt vieles erzählen. Aber nur, wenn du Bock hast, mir zuzuhören. Das sagt doch eigentlich einiges schon aus. Warum sollte er mit uns erzählen? Er sagt, ein Glück, dass du deinem Vater nicht ähnelst. Das ist übrigens der finale Hinweis, ne? Das ist einfach gerade der finale Hinweis. Oh, ist das cool. Schön, herrlich. So. Oh, schön. Was sagst du noch? Du ähnelst deiner Mutter. Hihi. Ja, wir ähneln unsere Mom. Schön. Okay. Können wir mit euch Karten spielen? Karten spielen? Wenn du meinst. Was gibt's denn? Ah, das geht aber. Open, random Hand, Element und Run. Geil, machen wir gleich. Das ist okay mit der Open-Regel. Ich will nur kurz speichern vorher. Kämpfe hier gegen ein paar. Warte mal. Irgendwo war ein Speicherpunkt. Der war ziemlich blöd gelegen, aber ich weiß, dass es hier einen gab. Der war nämlich hier drin. So. So, warte, ich will hier lang. Ich will mal gucken, was wie Noah, sage ich schon. Von hinten sieht er doch ähnlich, oder? Nein, Quatsch. Mal gucken, was Laguna so für Karten hat. Let's go. Open Element und Tauschregel 1. Was anderes ist gerade weg? Random ist weg. Yeah, wie geil, Random ist weg, ja! Ja, schön, wen hat er denn so? Naja, nichts Spannendes. Wir gehen mal gleich gegen Kyros kämpfen. So, wen setzen wir denn wohin? Ich setze erstmal jemanden in die Ecke, damit er nicht weggenommen werden kann. Ja, haben wir schon gewonnen. Oh, der hat tatsächlich unsere Selfie gekriegt. Ja, keine Ahnung, ist egal, wen wir mitnehmen. Okay. Wir probieren es mal gegen Kyros. Ach, mit ihm können wir gar nicht Karten spielen. Wir können nur mit Laguna, hm? Alles klar. Gut, dann kämpfen wir noch ein bisschen. Der muss nämlich irgendeine schöne, gute Karte haben. Der müsste jetzt nämlich, glaube ich, die Phoenix-Karte haben, wenn mich gerade nicht alles irrt. Schauen, ob wir die irgendwie kriegen. Wir haben so viele gute Karten. Wir haben richtig viele gute Karten. Ich habe es nur leider nicht geschafft, Doom Train uns wieder zu holen, aber den können wir später auch noch irgendwie kriegen. Hier, wir setzen ihn gegen sich selbst ein. Warte, wir haben... Müsste es Wart nicht eigentlich auch als Karte geben, dann rein theoretisch? Den können wir denn in irgendeine Ecke setzen? Nee, warte. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Mm-hmm.
Er setzt gerade keine schönen Karten ein. Er soll aber mal. Oh! Die Karte will ich haben! Ja! Okay, warte, der kann jetzt überall irgendwo hinsetzen. Wir müssen jetzt gucken, wo wir den... Oh Mann, warte mal. Der kann uns jede Karte jetzt klauen. Weil Squall hat oben den A. Da würde ich fast sagen, es ist... Ich locke ihn mal. Haha! Ich habe ihn gelockt. Und jetzt müssen wir uns nämlich den einfach nur noch irgendwie holen. Aber irgendwie klappt das jetzt auch nicht. Ich will ihn aber holen. Holt er sich bestimmt jetzt zurück? Das dachte ich mir. Wir können aber ihn hier hinsetzen. Und ihn nach hier. Also wir haben auf jeden Fall gewonnen. Geil. Yes. Wir haben Squall. Ja, wir haben die Squall-Karte. Wie geil. Nice. Wie cool. Ich muss da gerade ganz kurz gucken, was man aus Squall machen kann. Das will ich gerade ganz kurz wissen. Wo ist Squall? Wo ist Squall? Komm. Dreigestirn. Einmal. Ja, muss ich sagen. Cool. Ja, nice. Und das eigentlich müsste der, ich weiß nicht, wer, ich dachte, es wäre so, dass der Gouverneur Phönix hat. Aber offenbar hat er kein Phönix. Ich dachte schon. Aber wir können die Karten, glaube ich, auch später noch von wem anders alle kriegen. Die wir noch nicht haben jetzt. So. Ja, probier es noch und dann machen wir mal weiter im Text. So und wir nehmen noch Selfie rein und Laguna, so. Herrlich. Das ist gerade sehr schön. Er kann uns den nicht wegnehmen. Oder sie nicht wegnehmen. Das heißt, wir können sie hier hinlegen. Okay. Dann kann ich jetzt aber ihn hier hinlegen. Okay. Gut, lassen wir es dabei. Wir haben auf jeden Fall noch eine neue Karte. Yay! Yay! So, aber ich werde mal ein paar nervige Karten wegverwandeln. Und zwar die Prinula hier. Ich könnte Todesstein machen daraus, wozu? Brauchen wir gar nicht. Warte mal, hier, warte. Wir können ja auch aus dem Teufelskondition machen. Brauchen wir welche? Ich glaube nicht. Egal. Wir können auch bei der Kugelmunition nochmal gucken, dass wir das nochmal auffüllen. Schaden kann es nicht. Was mache ich da eigentlich gerade? Achso, das wäre jetzt falsch geworden gerade. So. Hier. Hier muss nichts raus. Ja, auch nicht. Oder müssen wir das? Doch, mussten wir. Hier. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, ne? Nee, hatten wir nicht. Wir können nur drauf gehen, wenn wir das noch nicht 100 Mal haben. Ich verstehe. Okay. Wir könnten hier aber nochmal. Pass mal auf. Hier nochmal MG-Munition draus machen. Weil wir können die ja herstellen. Wir haben ganz viele Schrauben.
Haha. So. Jetzt haben wir alle Munition. Obwohl, wir könnten aber auch noch die Energiekristalle einfach wegbauen. Ich weiß halt nicht, wofür wir den noch verwenden können. Das müsste ich jetzt alles durchgucken, aber ich glaube, das ist egal, oder? Ich könnte jetzt mal ganz kurz schauen, ob das... Aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, die kann man für nichts anderes verwenden, oder? Ich denke nicht. Ultima könnte man draus machen, aber das muss eigentlich nicht sein. Meteor. Das können wir noch machen. So, bitteschön. Kriegst du Meteor. Hier können wir Ultima noch draus machen. Und wer kann Ultima noch kriegen? Dann geben wir das dann noch irgendwem. Warum? Wir geben das Quisti, oder? So. Das geht auch Ultima? Okay, krass. Ansonsten wüsste ich jetzt halt auch nicht, was wir noch... Komm, wir machen daraus jetzt einfach Kugeln. Wir können auch noch mal kurz einkaufen. Ist eigentlich egal, oder? Ich will ja nur Megapillen. Oh. Die sind etwas teuer. Egal, kauf mal. Und dann können wir die nämlich auch umwandeln. Ich weiß gerade nicht mehr, womit. Oh Gott, ich glaube toll. Teufelsmedizin. Hä, wo ist denn unser... Wo sind unsere Megapillen? Nee, das war was anderes. Hä? Heilmedizin? Oder welche war das? Ich habe keine Ahnung. Ich kann aber Heilsprotions machen und finde ich sie dann immer ganz gut. Warte kurz, warte kurz. Wo ist ein Lebenswandler? Erzengel, habe ich so doch fast gedacht. Kann irgendwer Vika gebrauchen? Nee, aber Erzengel. Hat nämlich nur sie 100%. Würde ich sonst auch nochmal an Selfie so geben. Geil. Wer kann das noch kriegen? Hier, guck mal hier. Wer kann das auch noch kriegen? Nice. Haha. Wow. Da muss ich bei ihm jetzt aber mal ganz kurz schauen, ob wir das rein theoretisch ablegen können. Ja, können wir eigentlich ablassen. Können wir nämlich was anderes Schönes geben. Dafür vielleicht, was hat denn der noch? Er hat Erstschlag zum Beispiel auch. Könnten ihm das noch geben. Machen wir das. Okay, perfekt. Ich würde irgendwie nochmal irgendwo speichern gehen. Dazu fliegen wir einfach mal zur... Wir müssen ja eigentlich nur zur Dingens. Hallo? 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 Geht doch. Nach FH fliegen. Was ist mit ihr hier? Ist denn Cypher auch da? Wenn das sein Wille ist, müssen wir gegen ihn kämpfen. Das ist richtig. So, ich fliege erstmal kurz nach Rage. Und penne da mal eine Runde. Und dann geht's ab in die Lunatic Pandla.
Basti muss noch was anderes mal eben gerade gucken. Was haben die eigentlich generell gekoppelt hier gerade so? Shell und Aqua. Hier ist gut. Das sieht nice aus. Hier würde ich eigentlich gern... Eben vielleicht nicht. Tornado hast du nicht, nee. Oh, guck mal, hier, dann haben wir aber hier Tornado und Beben mit drin. Das finde ich eigentlich gut. Oh, sie hatte das woanders, oder? Kann das sein? Oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Alles noch gut. Okay. Das ist nice. Mal Gift reinkoppeln. Eigentlich. Wow, warum hast du... Habe ich das nach Abiwein gemacht? Ich glaube, ne? Wow. Und, oh wow, und der hat nicht mal das... Irgendwie sowas, okay. Aber raus. Solche ist cool hier. Das kannst du hier lassen. Was hast du hier? Blitz und Wasser absorbierter. Ich würde bei ihm eigentlich auch lieber Tornado, weil ich weiß, gegen wen wir kämpfen müssen. Später. Und da wäre es eigentlich gut, wenn er das lieber absorbiert hier. Warte mal. Nochmal Bio in den Angriff. Dann gehe ich nur noch bei Zell ganz kurz gucken. Ich würde hier auch... Eigentlich Aqua, eigentlich egal. Du kannst... Wo ist denn... Du hast das gar nicht. Na gut, egal, lass mal es dabei. Ist okay. Das können wir dem Angriff koppeln. Lieber nicht, also sowas hier lieber nicht. Blitz ist was anderes, aber gut. Lassen wir es dabei. Wir gehen erstmal pennen. Weiterlaufen, bitte. Wir müssen ja nur zu uns in unser, Schlafzimmer laufen, sozusagen. Da müssen wir dann auch nichts bezahlen, haha. Da müssen wir halt nur erstmal hin. Die schöne Musik. Okay. Wir legen uns alle ein bisschen hin. Wir legen uns alle jetzt zu dritt in dieses Bett. So. So wird das gemacht. Noch mal speichern und dann legen wir los. Ihr müsst jetzt nur erstmal wieder zurück zu Ragnarök. Ragnarok. Ich sag immer Ragnarök, Alter. Das ist doch die Ragnarok. Weil die so aussieht, als träge sie einen Rock. Das ist ein Drache mit einem Rock. So. Es gab ja offenbar mal drei von diesen Flugschiffen. Sind die anderen zwei wahrscheinlich zerstört worden. Und dann hatten wir ja Glück, dass wir wenigstens ein so ein Flugschiff noch gefunden haben.
Vielleicht speichere ich lieber in der Ragnarok nochmal ab. Für den Fall, dass wir doch jetzt irgendwo von irgendeinem Gegner gekillt werden, dass wir nicht wieder den ganzen Weg zur Ragnarok zurücklaufen müssen, bla bla bla. Ich klicke dann auch schon mal dahin, wo wir hin müssen. Das ist eigentlich ganz gut. Wenn wir also nochmal das Spiel neu starten müssen, aus Grund XY, sind wir wenigstens direkt da, wo wir hinwollen, wenn wir wieder das neu laden. Wollen wir nicht sprechen? Wir wollen zurück zu unserem Schiffchen. Wir sind totally prepared. Wir haben geile Zauber, wir haben alle GF, wir haben die besten Waffen. Jetzt kann es losgehen. Und wir haben einiges an Mini-Quests gemacht. Wenn es jetzt noch irgendwas gibt, was ich noch nicht gemacht habe, dann wusste ich davon einfach auch nicht. So. Aber jedenfalls... haben wir auch die ganz fertig gemacht. Da war es auch, glaube ich, auch halb so viel eher. Wenn es einfach nicht will, will es einfach nicht. Ich habe es wirklich stundenlang probiert, die eine, unsere Doom Train Karte auch zurückzukriegen. Aber es wollte einfach nicht. So, wo ist denn das Ding? Wo ist denn das Teil? Oh, ja, hier. Da ist das gruselige Ding. Ich gehe nochmal kurz rein. Weil ich speichern will. Wie erklärt? So, hier muss man rein. Alle geheilt sind sie auch. Perfekt. Okay, und hier in diesem wunderschönen Zwischengang würde ich sagen, machen wir dann erstmal wieder Feierabend. Dann begeben wir uns nämlich zum nächsten Mal dann in die Lunatic Pandla. Und dann ist das Spiel ja auch schon bald vorbei. Dann haben wir es ja fast geschafft. Es kommen sehr, sehr viele Endbosskämpfe. Also im Prinzip besteht CD4, auf der wir uns jetzt mittlerweile rein theoretisch befinden, eigentlich fast nur noch aus Endbosskämpfen, aber so ist es, glaube ich, bei jedem Final Fantasy so. Ups, jetzt bekomme ich voll gegen meine Kabellage. Okay, da bedanke ich mich auf YouTube fürs Zugucken. Erneut. Wie immer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.